Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr sehen könnt, der A5 steht vor mir und es schneit heute sogar. Und wir fahren mal heute nach Hamburg und da schauen wir mal, was der A5 da so verbraucht. Erstmal einen schönen Karlstadt für euch. So, angekommen in Bremen. Schauen wir mal, wie stark sich die Nadel bewegt hat. Ja, ein bisschen Wasser nachfüllen. 271 Kilometer sind wir gefahren. Ich gehe dann später gleich tanken. Viertel Tank soll weg sein. Mal schauen, was wir da für einen Verbrauch haben. So, angekommen an der Tankstelle. Heute ist es sogar ein wenig günstiger. Ich muss nur warten, bis da vorne frei ist für den Ultimate Diesel. Ja, insgesamt bin ich jetzt 275 Kilometer gefahren. Ich gehe mal gleich tanken und dann schauen wir, was da so reinpasst. So, das kann man wohl als 275 Kilometer zählen. An der Zapfsäule angekommen. Tag auf. Ich habe gestern getankt, bis es klack macht. Ich mache den Tank mal voll und dann gucken wir mal, was da so reingepasst hat. So. Die Pistole hat gerade aufgehört zu tanken. Fast 20 Liter sind drin, 19,57 Liter. Ja, ich mache die Pistole wieder dahin, wo sie hingehört. Hier erstmal bezahlen, dann rechnen wir das Ganze mal durch. So, ich habe jetzt bezahlt. Und auch mal durchgerechnet, ja, 7,1 Liter sind rausgekommen für den Spritverbrauch, was ich eigentlich sehen lassen kann, finde ich, weil ich habe den Wagen warm laufen lassen, der stand auch viel und ich bin auch gestern und heute nochmal durch die Stadt gefahren, Stop and Go durch den kalten Winter, bis der Motor warm wird und hin und her. Ja, auf der Autobahn sind wir eigentlich ziemlich ruhig gefahren, aber für so ein sportliches Coupé mit 255er 19 Zoll Bereifung, finde ich, sind knappe 7 Liter völlig in Ordnung. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, sonstiges, schreibt gerne was in die Kommentare, gebt gerne ein Like und bis zum nächsten Video.